EA Sports. It's in the game. Hallo und willkommen zurück bei FIFA 17, meine Freunde. Und nachdem wir in der letzten Folge einen mega wichtigen Sieg für das internationale Geschäft eingefahren haben, steht heute eine ganz wichtige Partie im Sinne von, hey, wir müssen daran ansetzen. Thema so irgendwie steht das da parat. Und uns erwartet, ja, es erwartet uns, ein Spiel gegen Hoffenheim halt. Ich kann mal kurz in den Kalender schauen, es geht jetzt gegen Hoffenheim, danach haben wir mal ein bisschen länger Pause und dann geht's gegen Werder Bremen und dann seht ihr schon, das Halbfinale im Pokal gegen die Borussia aus Dortmund steht ebenfalls noch an. Also, wir treffen sie noch einmal à la Bälde sogar. Die guten Dortmunder, die wir in der letzten Folge ja mit viel Kampf besiegen konnten. Ich bin mal gespannt, wie es diesmal aussieht gegen die Hoffenheimer dann dementsprechend. Ob wir da gute Punkte einfahren können. Die Tabelle ist auch klar. Es geht gegen Hoffenheim. Gegen eine Mannschaft, die irgendwo im Mittelfeld so rumlungert und wohl auch dort bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die nochmal nennenswert in Richtung Europa geht oder nennenswert gegen den Abstieg. Denn dafür sind nicht mehr allzu viele Spiele zu spielen. So, der gute Kostic, der wird uns ja leider weiterhin fehlen. Das ist immer noch bitter, finde ich. Und die ganzen müden Spieler machen das Leben mir gerade ein wenig schwer. Da bin ich ganz ehrlich. Waldschmidt lassen wir diesmal von Anfang an ran. Halilovic macht Platz für Holtby. Ja, und wen lassen wir? Wen nehmen wir da mit noch? Ja, Jatta kann ich auch vergessen mitzunehmen. Nehmen wir Köhlert mit. Mei. Giroud kriegt auch eine Pause für ihn. Lassen wir Kleber auch ran. Er ist zwar auch relativ müde, aber nicht so müde wie Giroud. Giroud ist ja doch ziemlich müde geworden. So, nehmen wir Götz mit, würde ich sagen. Santos, lassen wir da. Bahoui. Oh, haben wir da noch einen? Wir könnten... Boah, hey, guckt euch das alles an. Alles so müde Spieler. Ich würde sagen, wir probieren es einfach so und schauen, was dabei rumkommt. Diese vielen Spiele hintereinander sind schon heftig. Aber danach haben wir ja, Gott sei Dank, länger Pause. Tja, das Hinspiel endete übrigens 0:0. Hoffen wir, dass heute ein paar mehr... ich hoffe, dass heute ein paar mehr Tore fallen werden. Als beim Hinspiel. Für die Hoffenheimer... Eigentlich gar keine so schlechte Bilanz in den letzten Spielen. Nur eine Niederlage, zwei Siege, zwei Unentschieden. Ich glaube, das ist für so eine Mannschaft ganz ansprechend. Wir mit unseren zwei Siegen und drei Unentschieden haben dementsprechend auch nur einen einzigen Punkt mehr aus den letzten fünf Spielen geholt. Also es ist jetzt nicht so viel. Insgesamt trennen uns aber ganze 15 Punkte. Sprich, das ist schon eine ganze Menge Holz. Ich hoffe, dass wir heute einen weiteren Sieg einfahren können. Martinha, der gegen Dortmund ein Megaspiel abgerissen hat auch. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich den Sieg nicht nach Hause gebracht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Kriegen den Ball gerade hier nicht geklärt. Kein Elfmeter. Alles gut. Stark von Kimmich, wie er den Ball da mitnimmt. Setzt sofort zum Angriff an. Gut gespielt. Schöne Finte. Der Schuss und in die Wolken von Lasogga. Ah, da war mehr drin. Schade. Es hätte dem HSV natürlich gut getan. Eine frühe Führung. Boah, das war stark. Schön den Ball erobert, beziehungsweise geklärt. Ich bin echt gespannt, was das Saisonfinale für uns bereithält. Im Moment sehe ich hier mehr oder weniger nichts anderes als ein Platz in Europa.
Also ich schätze, wir werden irgendwo zwischen 3 und 6 landen am Ende. Ist die Frage nur, welcher Platz ist es am Ende, den wir einnehmen werden. Das hängt natürlich davon ab, verlieren wir nochmal ein Spiel, gibt es noch ein paar Unentschieden oder setzen wir jetzt eine Serie hier hin. Boah. Grenzwertig, wieder einmal und jetzt Lasogga, der hat den Bums. Boah. Riesentat, aber ist doch nicht vorbei, abgefälscht. Himmel, was ist denn hier los? Der HSV will dieses Tor, das ist unverkennbar. Ja, die Flanke, zu ungefährlich. Und jetzt einfach mal aus der zweiten Reihe, abgefälscht, keine Gefahr für Baumann. Tja, da oben sehen wir nochmal die Punkte, die wir da momentan so haben. 48 Punkte. Momentan sind es natürlich 49 und würden mit Gladbach gleichziehen. Aber das kann sich in wenigen Augenblicken schon wieder ändern. Es ist eine Riesensaison bisher. Auf alle Fälle von Spannung wird es so ja, übertroffen. Einige Überraschungen mit den schwächelnden Dortmundern. Wow, und es gibt meiner Meinung nach Freistoß. So ist es. Freistoß für den HSV. Scher sieht hier die gelbe Karte. Zurecht. Jetzt Nikolai Müller mit diesem Freistoß, der gar nicht mal ungefährlich war. Der Abnehmer war nur im Kopf zu klein. Also steht fest, die TSG auf jeden Fall hier mächtig unter Druck in dieser Partie. Also der HSV macht das schon sehr gut. Ah, schade. Ja, das ist zu wenig. Und es gibt irgendeinen Freistoß. War wohl Handspiel vom Hoffenheimer. Halbe Stunde knapp durch. Die besseren Chancen hatten definitiv wir in dieser Partie bisher. Waldschmidt jetzt. Waldschmidt behauptet die Kugel und oh. Gut nachgesetzt, aber dann ist die Kugel dann endgültig weg. Da kommt der HSV-Sturm nicht mehr entscheidend an den Ball. Tja, halbe Stunde durch. Auch nach 120 Minuten, die diese beiden Mannschaften in dieser Saison gegeneinander gespielt haben. Keine Tore. Alles noch ohne Tore hier. Es gibt keinen Einwurf. Gute Balleroberung von den Hoffenheimern. Aber auch Joshua Kimmich wieder mit einer Mega-Szene. Wow. Eieieiei. Ja, SV tut sich im Moment schwer, vorne reinzukommen. Die TSG probiert es jetzt spielerisch. Und macht das gut. Sehr gut sogar. Aber gerät dann wieder in einen Zweikampf und verliert den Ball. Also die Zweikampfstärke scheint definitiv beim HSV zu liegen. Weniger bei der TSG. Und das war gut gemacht von Nikolai Müller. Setzt sich da auch nochmal durch. Kriegt den Ball aber nicht mehr rüber. Und dann gerät da sein Gegenspieler weg. Könnte noch eine gelbe Karte zur Folge haben. Kleber, eiskalt zur Stelle, kein Problem. Ah, das war auch nichts. Das ist einfach zu wenig im Spiel nach vorne. Gehen jetzt gleich in die Halbzeitpause. Beide Seiten offensiv. Seit der 20. Minute eher im Sparmodus. Keine Tore zur Halbzeit. Die Hamburger hatten ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, aber mehr auch nicht. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ihr seht, richtig müde Spieler, die da auf dem Platz rumeiern. Da müssen wir echt mal schauen, was wir da tun. Es
wird nicht ganz so einfach. Gray halte ich mal zurück noch und alles andere auch. Müssen wir mal schauen, inwiefern ich wechsle. Benjamin Köhlert jetzt auf links. Da fehlt natürlich jetzt ein Kostic für so eine Phase der Saison. Eieiei, Ballverlust. Aber geht wieder in eine andere Richtung. Es geht. Also das Tempo in dieser Partie ist mega. Das ist ein richtig temporeiches Spiel. Beide Mannschaften wollen schnell umschalten, so gut wie es geht. Und das geht natürlich auf die Kondition. Und da hat Hoffenheim vielleicht leichte Vorteile. Der Ball kommt rein, erstmal geklärt. Aber nochmal nachgesetzt und das müsste Freistoß geben. So ist es. Trifft er den Ball nicht? Und so hat die TSG die nächste Möglichkeit der Partie. Es bleibt spannend hier nach 55 Minuten. Oh, das war nicht gut verteidigt. Da hat Sakai sich, tja, mehr oder weniger ausspielen lassen auf ziemlich einfache Art und Weise. Boah, da hat die TSG aber richtig Glück jetzt. Im nächsten Spiel geht es für uns wieder ins Derby gegen Werder Bremen, das altbekannte Nord-Derby. Boah, das war auch grenzwertig in Richtung Elfmeter. Schauen wir nochmal drauf. Ah, rennt ihn da um, also ein bisschen glücklich, dass es da keinen Elfmeter gab. Ja, ist gerade schwierig, da durchzukommen, aber sie geben nochmal Gas. Jetzt Köhlert, nicht Benjamin Köhlert. Hab ich gerade Benjamin gesagt vorhin mal? Himmel. Ja. So kann es einem gehen. Und jetzt die nächste Möglichkeit. Nein. Nochmal. Nochmal der HSV. Luca Waldschmidt. Schafft's auch wieder nicht. Okay, es wird gewechselt jetzt bei uns. Wir bringen auf jeden Fall Gray für Lasogga. Lasogga, der ist komplett kaputt gelaufen. Auch Nikolai Müller wird den Platz verlassen. Für ihn bringen wir Torres. Unseren Jugendspieler, vielleicht kann der mit seiner Jugend ein bisschen Feuer reinbringen. Für die Hoffenheimer geht es im nächsten Spiel gegen Gladbach. Das wird auch nicht viel leichter gegen uns. Schön hinten rum, Köhlert! Wow, da hat nicht viel gefehlt. Schauen wir nochmal drauf. Puh, schade. Da streift er ganz knapp über die Latte. Und dann landet der Ball mehr oder weniger auf dem Netz als im Netz. Hey! Hey! Himmel! So eine Szene wie im letzten Spiel gegen Dortmund, nur diesmal gegen uns. Das sah für mich nach Foul aus. Gegen Spitsch. Das war jetzt gut gespielt. Und über Torres geht es nach vorne. Tja, aber dann gut verteidigt. Also wie auch immer hier ein Tor fallen soll, ich habe keine Ahnung, in dieser Partie das Spiel, das extrem ausgeglichen ist, meiner Meinung nach. Natürlich auch der Kondition des HSV geschuldet hier in dieser Partie. Es waren halt wichtige Spiele in letzter Zeit, vor allem unter der Woche gegen Borussia Dortmund. Und dann nicht gut geklärt von Spitsch. Aber Martenia hält die Kugel fest. Und das wieder Martenia. Macht das sicher.
Wow, das könnte Freistoß geben, gibt's aber nicht. Es gibt nämlich Vorteil. Und Martinia, der uns hier in dieser Partie jetzt gerade mal richtig im Spiel hält. Holtby kriegt hier die gelbe Karte in der 78. Wieder geklärt fürs Erste. Meine Fresse, ist das ein spannendes Spiel hier. Gut gespielt. Jetzt Torres. Wird da festgehalten. Wird aber nicht abgepfiffen. Wenn es jetzt mal schnell geht. Aber dann fehlt hier über die Außenbahn einer. Aber der Pass kommt gut auf Waldschmidt. Waldschmidt, Waldschmidt. Und der ist drin. Ich fasse es nicht. Der ist drin. Luca Waldschmidt. Baumann mit Problemen bei diesem Schuss. Kann den Ball nicht festhalten. Hier nochmal und dann springt der Ball hinter die Linie. Ja, ist es denn wahr? Pech für Baumann, der darauf versucht hinterher zu hechten, aber den Ball nicht mehr von der Linie kratzen kann. Luca Waldschmidt, 85. Minute, 0:1 oder 1:0 eher gesagt. Das wäre doch mal was. Zwei Siege in Folge für den HSV. Aber noch ist die Partie nicht vorbei. Noch einmal die TSG. Schnell geklärt, damit hier auch ja nichts anbrennen kann. Und dann Gray. Und der hat das Tempo. Immer noch Gray. Und jetzt haben sie Zeit. Gray. Waldschmidt. 2:0. Doppelpack, Luca Waldschmidt, das macht Gray aber auch super. Wie er das Tempo da aufnimmt, alles auf sich zieht. Und dann perfekt auf Waldschmidt ablegt, der zum zweiten Mal einnetzt. Mega Konter, richtig gut. Waldschmidt, sein 6. Saisontreffer, das sind doch mal richtig gute Nachrichten hier. 2:0. Natürlich am Ende des Konterns geschuldigt, weil der Platz auf einmal da war. 4 Minuten Nachspielzeit gibt es im Übrigen obendrauf. Schöne Parade von Martinia da. Der den Ball versucht, mal nach vorne zu bringen. Aber dann war es das. 2:0 gewinnt der HSV hier. Spät, aber sie gewinnen gegen die TSG aus Hoffenheim. Und das, wie ich finde, auch verdient. Auch wenn man sagen muss, dass es eine Phase gab, so zwischen der 60. und 75. wo die TSG richtig, richtig stark war. Wo wir natürlich auch eingeladen haben zum Toreschießen. Aber letztendlich hat es für uns gereicht, hier mit einem 2:0 vom Platz zu gehen. Insgesamt hatte sogar die Hoffenheimer mehr Schüsse wie wir. Aber es hat halt nicht gereicht. Was das in der Tabelle aussagt, das werden wir dann sehen. Vertragsangebot abgelehnt von Luis Holtby. Ja, hat Pech gehabt erst einmal. So, weiter geht's. Einmal kurz die Woche beenden. Das Training. Entschuldigung. Das Training starten eben schnell noch. Nein, ich gehe mal ganz schnell in die Ligatabelle. Nach diesem wirklich heißen Spieltag. Denn es kam ja auch zum Duell Bayern gegen Dortmund. Und so sieht's aus. Die Dortmunder holen ein Unentschieden gegen die Bayern. So viel weiß ich schon mal, weil die Dortmunder einen Punkt mehr haben wie vorher. Die Bayern natürlich immer noch an der Tabellenspitze. Leverkusen versucht sie zu verfolgen, aber es wird schwer, da
irgendwie die Bayern abzufangen. Für uns heißt es jetzt erstmal Platz 4. Wir haben die Gladbacher überholt und sind nur noch ein Punkt von den Schalkern entfernt. Die Schalker müssen auf alle Fälle aufpassen. Die Kölner bleiben auch in Schlagdistanz mit 48 Punkten auf Platz 6. Die Dortmunder jetzt 6 Punkte dahinter. Für die wird es schwer, dieses Jahr noch über die Liga international zu erreichen. Ist aber nicht unmöglich. Im Tabellenkeller gibt es keine großen Veränderungen. Die Mainzer aber bringen richtig was zwischen sich und der Abstiegszone. Die Leipziger müssten jetzt schon mal ein, zwei Siege einfahren, damit das da unten wieder richtig eng wird. Für Darmstadt und Freiburg gehen so langsam aber sicher die Lichter aus. Nun gut, meine Freunde, das war's dann wieder mal für FIFA 17 für heute. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß wieder an dieser Partie. Es war ja richtig spannend. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich weiß gar nicht gegen wen. Auf jeden Fall weiß ich, dass in Bälde auch wieder Dortmund auf dem Programm steht. Aber bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei FIFA 17. Haut rein und macht's gut. Euer Bussard.